Was heißt das auf Deutsch? 80er Spezial. Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. It's the Englishman. Diese Woche Mel and Kim and Showing Out. Heißt so viel wie, wir zeigen, was wir haben. Es geht um zwei Mädels, die nichts haben, aber wissen, wie sie es bekommen. Dabei machen sie sich lustig über andere Girls, die mit sowas nichts zu tun haben wollen. Du willst lieber lieben, als in Luxus zu leben? Das ist okay. Und du hast nachts keine blöden Träume. Ja, es gibt Frauen, die einen Mann nehmen, weil sie ihn lieben. Und nicht, weil er ihnen was kaufen kann. Unsere Damen sind da anders. Du kannst es dir nicht leisten, Diamanten oder Perlen zu tragen? Das ist okay. Und so ein Mädchen, das sowas hat, willst du sowieso nicht sein. Naja, sie mögen vielleicht sowas tragen, aber sie gehen nicht deswegen mit einem Mann ins Bett. Ich kann dir Sachen besorgen. Ich kann dir alles geben, solange der Mann die Rechnung zahlt. Dann gehörst du mir. Manche Frauen sind wirklich so. Sie suchen einen Mann, der ihnen alles kaufen kann. Die Liebe spielt keine Rolle. Hauptsache, der Kerl hat Geld. Am Wochenende gehen wir aus und zeigen, was wir haben. Dann kriegen wir schon, was wir wollen. Ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt, was heißt das auf Deutsch? Jederzeit anhören und das auch ohne Geld ausgeben zu müssen. Und das geht auch in der SAW Mediathek auf radio-saw.de. Was heißt das auf Deutsch? 80er Spezial. Mehr Superhits aus den 80ern. Immer Donnerstagabend von 8 bis Mitternacht bei Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.